Aslas, Milik, Blauer Helm, Czemeslaw, Machowski, Gardai. Czemeslaw Pawlicki in white helmet, Michael Hipsensen and wearing yellow helmet, Andreas Jonsson. This race number one, and right now, please, all of you, welcome them with a round of applause. Let them hear you. I think you can do better than that.
Race number 3, just to remind you once again, Vadim Stepanek, Nikolaj Klip, Kacper Gomorski, and Andrei Kudryasov.
after a short break for race number 9, during which we're going to see wearing red helmet, that's Andrei Lebedev, wearing blue helmet, Artyom Aguta wearing white helmet, Vaslav Milik. Let's keep our fingers crossed.
der Lochmeld, Rode Farbe Innenbahn, Kai Huckenbeck. Blaue Farbe Matthäus Schepagna. Weiße Farbe Mikkel Jepsen Jensen und Lea Metzen, gelbe Helfer Ausbahn. Aber ich denke, wir konzentrieren uns auf die Innenbahn. Rote Helfarbe und dort steht der Kai Huckenbeck. Thank you.
Van Mikkelbeck. Auf Eis bisher auch 7 Punkte für Deutschland, Kai Huckelbeck. Und auf geht Kaspar Gemolski. Müsste gezählt werden, mein Freund. Das Ding hat er jetzt abgebrochen. Falsche Fahrer da, oder? Falscher Lauf. Zu viele Runden. Nee, die sind zu früh mit der Bahn fertig gewesen. Wenn du reparieren, das dauert, die müssen 3 Stunden voll kriegen. Normalerweise 3 Runden sind gefahren. And we've got the official decision from the referee. The race was stopped because Sebastian Pawlicki crossed the edge of the track with both of his wheels. And therefore, he will be disqualified from race number 14. And it will be repeated with 3 riders only, except of Sebastian Pawlicki. Normalerweise darf es zu Ende fahren, aber es ist really nice. Du hast die Bahn überfahren. Das ist das Rennen. And the race is going to be restarted with Kai Hukenbeck, Mikkel Bahan, Kacper Gomulski. Alle 4. Will no longer take part in race number 14. Der Hukenbeck würde, nein, der Swisser, der Neue. Bloß normalerweise würden sie jetzt weiterfahren. Nach der alten Regel, so wie es früher war, da würde dann zum Ende würde es heißen, der Pole ist disqualifiziert, dem werden die Punkte abgenommen. Und dann würden die anderen 2 und 1 Punkt hinten wandern. Aber ja, jetzt ist der Stärkste sehr auf. Ich habe hier mal die Erklärung, dass natürlich bitte hier mal unser deutscher Mann hier so gut in Führung war. Aber ja, der Sport ist und der Gerechtigkeit wegen hat hier der Schiedsrichter das Rennen abgebrochen, weil die Startnummer 59, Czesław Pawlicki, das Innenfeld durchfahren hat. Und damit es hier zu einer Gleichberechtigung kommt, das ist die Erklärung. Ja, ich bitte um Verständnis, aber ich denke, wir sind bei Kai Huckenbeck und er wird noch einmal zum Sieg fliegen. Huckenbeck war doch schon längst weg, der hat ihn doch gar nicht gestört. Guck mal, jetzt schafft er das. Ja, eine Minute. Ich scheide aus. Aus welchem Land ist der Schiri, oder? Ja, meinst du, das kann er genau so gut machen. Das ist ja seine Kumpel, der hilft. Ich weiß gar nicht, warum er den Lauf dann abbricht. Mikkel Bahan in blue helmet and Kacper Gomulski in yellow. So once again, yourself, all of you right now, make some freaking noise
for Kai Hülkenberg at the start line. Let him hear you. And that's the proper way of getting loud. I just wanted to hold it as something. Hey, können wir die roten Leuchten ausmachen? So, das ist so. Jetzt gilt es für Kai Hülkenberg. Das kann nicht sein, dass sie nur die Wald fahren.